Ich kann mich noch an meinen ersten Tag im Dienst erinnern. Salem PD war damals ein winziges Gebäude am Stadtrand. Es war alt, überfüllt und völlig ungeeignet für den Alltagsbetrieb. Die Stadt zu beschützen wurde immer schwieriger. Letztendlich entschied die Stadt, das alte Waffenlager zu unserem neuen Hauptquartier umzubauen. Als wir endlich einzogen, konnte ich nicht glauben, wie groß und modern es war. Nicht schlecht für eines der ersten Gebäude Salems. Zudem fühlte es sich einfach richtig an. Es war einst die vorderste Verteidigungslinie der Stadt im Grenzgebiet und nahm jetzt wieder seine Stellung ein. Nur diesmal in der modernen Welt. Die erste Woche nach dem Einzug war leicht chaotisch. Ein Officer meldete, dass jemand seine Waffe aus dem Spind genommen hatte. Er brauchte 20 Minuten, um sie zu finden. Sie lehnte an der Wand eines der unbenutzten Büros. Zusätzlich meldete die Nachtschicht eine merkwürdige Fehlfunktion des Telefons. Gelegentlich, wenn jemand eine Schießerei meldete, stoppte die automatische Aufzeichnung und spielte die panische Stimme des Anrufers wieder und wieder ab, bis man das Telefon ausstöpselte. Bald war klar, dass die merkwürdigen Vorkommnisse kein Versehen oder Störungen in den Leitungen waren. Etwas Seltsames ging vor sich. Eines Abends rannte die Gerichtsmedizinerin weinend durch die Halle. Sie hatte bemerkt, dass ihre Skalpelle und andere Instrumente fehlten. Sie wollte welche aus dem Schrank holen, stoppte aber abrupt, als sie die Spiegelung sah. Die geisterhafte Silhouette eines Bürgerkriegssoldaten stand über einer der Leichen. Als sie sich umdrehte, war sie weg. Sie rannte in solcher Eile hinaus, dass sie kaum bemerkte, wie kalt es im Raum geworden war. Natürlich glaubten die Jungs im Revier ihr nicht. Mann, ich glaubte ihr ja selbst nicht, bis ich es mit eigenen Augen sah. Ich machte Überstunden und wollte mir noch einen Kaffee holen. Als ich um die Ecke ging, sah ich die Spiegelung in der Trophäenvitrine. Er starrte mich direkt an. Er nahm ein altes, geisterhaftes Gewehr und drückte ab. Die Trophäenvitrine zerbrach in 1000 Stücke und ich rannte davon. Der Captain glaubte mir nicht und zog mir die Kosten für die Vitrine vom nächsten Gehalt ab. Mir war egal, ob mich die Leute für verrückt hielten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Manchmal werde ich gefragt, ob der Geist immer noch durch die Hallen irrt. Ich weiß es nicht. Ich bin nach Boston gewechselt.